Друзья, приветствую всех, с вами снова Максим. Сегодня мы с вами продолжим погружаться в удивительный мир магии и колдовства, мир World of Warcraft. Поехали, друзья! Mit der Zeit schien sich der Rhythmus der Zerstörung zu verlangsamen. Der zentrale Kontinent dieser Welt konnte sich noch halten. Wie viele von der Allianz-Expedition hatten überlebt? Wie viele von der Horde? Sie kamen am östlichen Rand der Halbinsel an. Über ihnen schwebte das dunkle Portal. Kein anderes Lebewesen war zu sehen. Niemand von der Allianz. Niemand von der Horde. Wir sind allein, schlussfolgerte Thoralion. Aleria seufzte. Hast du Vorschläge? Er setzte sich im Schneidersitz auf den Boden, den Rücken dem dunklen Portal zugewandt. Bei seinen Versuchen, eine bequeme Haltung zu finden, schepperte seine Rüstung. Nein. Ich kann nichts unternehmen, um uns von hier zu retten. Also vertraue ich auf das Licht. Um ihn herum leuchtete ein heller Kreis auf. Er schloss die Augen und ließ sich von der heiligen Kraft durchströmen. Das Schicksal hat uns von den anderen getrennt. Ich bin bereit, den Grund zu erfahren. Na gut. Schlaf schön, Thoralion. Ich halte Wache. Er öffnete die Augen einen Spalt breit. Verfolgt uns unser neuer Freund noch immer? Jawohl. Hast du es wieder gesehen? Aleria zögerte. Im Moment kann ich es nur spüren. Es beobachtet uns von Norden aus. Fühlst du nichts? Vielleicht. In der Nähe des dunklen Portals. Ganz genau. In der Tat spürte Thoralion, dass aus dieser Richtung eine Welle der Gefahr ausging. Sie hielt jedoch Abstand, also schloss er wieder die Augen. Nun, mach ein Lagerfeuer und lade unseren Gast ein. Vielleicht ist er ja nur einsam und... Ein harmonischer Klang donnerte über sie hinweg. Thoralion sprang auf und zog seinen Hammer aus seiner Schlinge. Aleria wirbelte herum, den Bogen erhoben. Aus einem Kreis in der Luft, nur einige Schritte entfernt, strahlte blendendes Licht. Es war ein Riss. Er sah ganz genau wie der aus, durch den Thoralion hierher gelangt war. Durch das Leuchten konnte er nur eine Hand sehen, die sie zu sich winkte. Eine Stimme rief ihnen zu, Hier entlang, schnell! Thoralions Schock verblasste. Der Riss und die Stimme dahinter waren vom Licht erfüllt. Wir können ihm trauen, versicherte er Aleria. Sie warf ihm einen Blick zu, bevor sie ihren Bogen sinken ließ. Nun gut. Sie trat durch den Riss. Thoralion folgte ihr. Die beiden betraten eine Waldlichtung, die von halbtoten Bäumen umsäumt war. Hinter ihnen schloss sich der Riss. Sie waren wieder auf Draenor. Einer Welt, die unter den Nachwehen ihrer Apokalypse noch immer bebte. Der Himmel! Ein Blick reichte, um Thoralion den Atem zu verschlagen. Die Lüfte waren zerfetzt, in Stücke gerissen. Zwischen den Resten von Blau wirbelte die vertraute, finstere Energie. Draenor und die andere Welt verschmolzen miteinander. Ich suche euch beide schon sehr lange. Das andere Wesen, das sie hierher gebracht hatte, lächelte breit. Es hatte Reißzähne und lange schwarze Klauen. Doch eine Aura des heiligen Lichts ging von ihm aus. Aleria klopfte beiläufig mit den Fingerspitzen auf ihren Bogen und dachte offensichtlich darüber nach, erneut einen Pfeil anzulegen. Wer seid ihr? Fragte Thoralion. Ich bin ein Kommandant. Ich bin ein Krieger des Lichts. Und heute bin ich ein Bote des Schicksals höchstpersönlich. Ich heiße Lothraxion. Die Mutter des Lichts hat vorhergesehen, dass ihr zwei für die sichere Erlösung aller Lebewesen sorgen könnt. Sie hat mich geschickt, um euch zu retten. Kommt, setzt euch. Wir haben viel zu besprechen. Ihre Unterhaltung dauerte 3 Tage. Lothraxion wurde schon bald sehr unbehaglich, nachdem er erfuhr, dass sich ein unsichtbarer Feind an Alerias und Thoralions Fersen geheftet hatte. Ich habe die Legion über Jahrtausende bekämpft und für viele tausend weitere war ich ein Teil von ihr. Trotzdem habe ich noch nie von einer Kreatur gehört, die so den wirbelnden Nether durchschreiten kann. Lothraxion hatte die schwerwiegenden Folgen dieser Tatsache schnell verstanden. Wenn ihr es nicht sehen konntet, Thoralion... Dann ist das besorgniserregend. Dämonen sollten sich dem Blick des Lichts nicht entziehen können. Nachdem er ihrem Bericht über ihren Aufenthalt in dieser anderen Dimension gelauscht hatte, dem wirbelnden Nether, das würde Aleria nicht vergessen, war Lothraxion überzeugt, dass es sich bei der Kreatur um einen der seltensten Assassinen der Legion handeln musste.
Kel'jeden hatte einige wenige von ihnen höchstpersönlich dazu ausgebildet, wichtige Feinde zu töten oder gefangen zu nehmen. Wenn das Wesen sie weiterverfolgte, würde es nicht ruhen, bis es sie beseitigt hatte. Так, друзья, ну давайте на этом закончим. Слишком много, очень тяжело, да, читать такой текст. Но насколько же все-таки круто сделана аудиокнига. Я думаю, я надеюсь, друзья, что вам так же нравится, как и мне. Потому что вот эта вот озвучка, она, конечно, просто потрясающая. Так, друзья, вот здесь, да, мы с вами закончили. Или скорее начинаем сегодня. Итак, mit der Zeit schien sich der Rhythmus der Zerstörung zu verlangsamen. Со временем ритм разрушения, Zerstörung, казалось, замедлился. Der zentrale Kontinent, diese Welt, konnte sich noch halten. Центральный континент этого мира еще держался, да? Konnte sich noch halten, то есть мог себя еще держать, он еще держался. Wie viele von der Allianz Expedition hatten überlebt? Сколько из экспедиции Альянса выжило? Wie viele von der Horde? Сколько из Орды? Sie kamen am östlichen Rand der Halbinsel an. Они прибыли на восточную окраину, Rand, на восточный как бы, край, на окраину полуострова. Über ihnen schwebte das dunkle Portal. Над ними парил, schweben, парил темный портал. Kein anderes Lebewesen war zu sehen. Никаких других живых существ, Lebewesen, это живое существо, не было видно. Niemand von der Allianz. Niemand von der Horde. Никого из Альянса, никого из Орды. Wir sind allein. Schlussfolgerte Turalyon. Мы одни. Заключил, да, Schlussfolgen, то есть заключать, заключил Тюралеон. Hast du Vorschläge, Alleria seufzte. У тебя есть предложение? Alleria вздохнула. Er setzte sich im Schneidersitz auf den Boden, den Rücken dem dunklen Portal zugewandt. Он сел, скрестив ноги на землю, спиной к темному порталу, да, den Rücken dem dunklen Portal zugewandt, то есть повернувшись спиной к темному порталу. Bei seinen Versuchen, eine bequeme Haltung zu finden, schlepperte seine Rüstung. В попытках найти удобную позу, его доспехи, Rüstung, доспехи, обмундирование или доспехи, дребезжали. Nein. Ich kann nichts unternehmen, um uns von hier zu retten. Нет, я не могу ничего сделать или предпринять unternehmen, чтобы спасти нас отсюда. Also vertraue ich auf das Licht. Поэтому я доверяю свету. Um ihn herum leuchtete ein heller Kreis auf. Вокруг него светился или зажегся яркий круг. Er schloss die Augen und ließ sich von der heiligen Kraft durchströmen. Он закрыл глаза и позволил святой силе, heilige Kraft, течь через него, durchströmen, да, то есть strömen, течь, durch, через, течь через него. Das Schicksal hat uns von den anderen getrennt. Судьба отделила нас от других. Ich bin bereit, den Grund zu erfahren. Я готов узнать причину. Na gut, schlaf schon, Tyrion, ich halte Wache. Ну что ж, спи спокойно, Тюралеон. Я посторожу, или я постою на страже. Ich halte Wache. Öffnete die Augen einen Spalt breit. Он немножко, einen Spalt, то есть маленькую щелочку, он немножко приоткрыл глаза. Verfolgt uns unser neuer Freund noch immer. Следует или преследует, следует за нами все еще наш новый друг. Jawohl, да. Hast du es wieder gesehen? Ты видела его снова?
Алерия цёгата. Алерия колебалась. Im Moment kann ich es nicht spüren. В данный момент я могу его только чувствовать. Spüren. Er beobachtet uns von Norden aus. Fühlst du nichts? Он наблюдает, beobachten, он наблюдает за нами с севера. Ты ничего не чувствуешь? Vielleicht. In der Nähe des dunklen Portals? Может быть, рядом с темным порталом? Ganz genau. Точно. In der Tat spürte Turalyon, dass aus dieser Richtung eine Welle der Gefahr ausging. В действительности, in der Tat, Туралеон чувствовал, что с этого направления идет волна опасности. Eine Welle der Gefahr. Волна опасности. Sie hielt jedoch Abstand. Also schloss er wieder die Augen. Однако она держалась на расстоянии. Поэтому он снова закрыл глаза. Nun, mach ein Lagerfeuer und lade unseren Gast ein. Ну, разведи костер и пригласи нашего гостя. Vielleicht ist er ja nur einsam und, возможно, он просто одинок и... Ein harmonischer Klang donnerte über sie hinweg. Благозвучный звук прогремел над ней. Туралеон спранг ауф und zog seinen Hammer aus seiner Schlinge. Туралеон подскочил и вытащил молот из шлинга, из петли. Алерия вирбельте херум, den Boden erhoben. Алерия закружилась, подняв лук. Aus einem Kreis in der Luft, nur einige Schritte entfernt, strahlte blendendes Licht. Из круга в воздухе, всего в нескольких шагах, сиял blendendes Licht, ослепительный свет. Es war ein Riss. Это был, ну, разрыв, да, разрыв или трещина. Er sah ganz genau, wie der aus durch den Turalyon hierher gelangt war. Он выглядел точно так же, как тот, через который сюда прибыл Туралеон. Durch das Leuchten konnte er nur eine Hand sehen, die sie zu sich winkte. Из-за сияния он мог видеть только одну руку, которая, ну, подзывала их к себе. Eine Stimme rief ihnen zu. Голос звал их. Hier entlang, schnell, сюда, быстро. Туралеонс шок фебласте. Шок Туралеона исчез. Der Riss und die Stimme dahinter waren vom Licht erfüllt. Трещина или разрыв и голос из нее были наполнены светом. Wir können ihm trauen, versicherte er Aleria. Мы можем ему доверять. Заверил он Алерию. Sie warf ihm einen Blick zu, bevor sie ihren Bogen sinken ließ. Она посмотрела на него, warf ihm einen Blick zu, да, то есть набросила на него взгляд, прежде чем опустить лук. Nun gut, ну хорошо. Sie trat durch den Riss. Она прошла сквозь разрыв. Туралеон folgte ihr. Туралеон последовал за ней. Die beiden betraten eine Waldlichtung, die von halbtoten Bäumen umsäumt war. Они вошли в лесную поляну, Waldlichtung, на лесную поляну, окаймленную полуживыми деревьями. Hinter ihnen schloss sich der Riss. За ними закрылся разрыв. Sie waren wieder auf Draenor. Eine Welt, die unter den Nachwehen ihrer Apokalypse noch immer bebte. Они вновь были на Драеноре.
мире, который все еще содрогался, Бейбен содрогался от последствий апокалипсиса. «Де Химмель. Ein Blick reichte, Тюралион den Atem zu verschlannen». «Небо. Одного взгляда было достаточно, чтобы перехватить дыхание Тюралиона». «Die Lüfte waren zerfetzt, in Stück gerissen». «Небеса были изодраны, разорваны на куски». «Zwischen den Resten von Blau webelte die vertraute finstere Energie». «Между остатками синевы», да, «Resten von Blau», «Между остатками синевы кружилась знакомая зловещая энергия». Draenor und die andere Welt verschmolzen miteinander. Draenor и другой мир слились, verschmelzen, это плавится, то есть они как бы сплавились воедино. Ich suche euch beide schon sehr lange. Я ищу вас обоих уже очень долго, давно. Das andere Wesen, das sie hierher gebracht hatte, lächelte breit. Другое какое-то существо, которое привело их сюда, широко улыбалось. Es hatte Reißzähne und lange schwarze Klauen, doch eine Aura des heiligen Lichts ging von ihm aus. У него были клыки, Reißzähne, и длинные черные когти, Klauen. Но у него была аура святого света. От него исходила аура святого света. Алерия клопфте байлойфик mit den Fingerspitzen auf ihren Bogen und dachte offensichtlich darüber nach, erneut einen Pfeil anzulegen. Алерия небрежно, байлойфик, небрежно постукивала клопфен по луку кончиками пальцев, очевидно, раздумывая или думая снова наложить стрелу. «Wer seid ihr?» – fragte Тюралион. «Кто вы?» – спросил Тюралион. «Ich bin ein Kommandant». «Я командир». «Ich bin ein Krieger des Lichts». «Я воин света». «Und heute bin ich ein Bote des Schicksals». «Höchstpersönlich». «И сегодня я лично посланник Боте». «Лично посланник судьбы». Ich heiße Lotraxion. Меня зовут Lotraxion. Die Mutter des Lichts hat vorhergesehen, dass ihr zwei für die sichere Erlösung aller Lebewesen sorgen könnt. Мать света предвидела vorhersehen, то есть как бы видеть впереди, то есть предвидела, что вы двое могли бы обеспечить спасение всего живого. Sie hat mich geschickt, euch zu retten. Она послала меня, чтобы спасти вас. Kommt, setzt euch. Wir haben viel zu besprechen. Подойдите, садитесь. Нам многое нужно обсудить. Ihre Unterhaltung dauerte drei Tage. Их разговор длился три дня. Lotraxion wurde schon bald sehr unbehaglich, nachdem erfuhr, dass sich ein unsichtbarer Feind an Alerias und Tyralions Fersen geheftet hatte. Вскоре Lotraxionу стало очень неловко, да? Когда он узнал, что невидимый враг наступает на пятки Алерии и Тюралиона. Ich habe die Legion über Jahrtausende gekämpft und für viele tausend weitere war ich ein Teil von ihr. Я боролся с легионом на протяжении тысячелетий. И еще на многие, многие тысячи я был его частью. Trotzdem habe ich nie, noch nie von einer Kreatur gehört, die so den wirbelnden Netta doch schreiten kann. Тем не менее, я никогда не слышал о существе, креатуре, да, создание, существо, которое может пройти через,
Ну, «Wirbelnden Netter», да, мы с вами переводим как «через адский вихрь». «Lotraxion hatte die schwiegewiegenden Folgen dieser Tatsache schnell verstanden». «Lotraxion» быстро понял «schwiegewiegende Folgen», серьезные последствия этого факта. «Wenn ihr es nicht sehen konnte, Turalion, dann ist das besorgniserregend». Если ты не мог увидеть это, Тиралион, это, ну, особенно беспокоящее. Это беспокоит. Besorgniserregend. То есть вызывает беспокойство. «Dämonen sollten sich dem Blick des Lichts nicht entziehen können». Демоны не должны быть в состоянии скрыться от взгляда света. Nachdem ihrem Bericht über ihren Aufenthalt in dieser anderen Dimension gelauscht hatte, dem wirbelnden Nether, das würde Aleria nicht vorgesehen, war Lotraxion überzeugt, dass es sich bei der Kreatur um einen der seltensten Assassinen der Legion handeln musste. Так, друзья, длинное предложение. После прослушивания их рассказа о их пребывании в этом другом измерении, в адском вихре, который Алерия не забудет, Латраксион был убежден, что это существо было одним из самых редких убийц, ассасин, да? Один из самых редких убийц легиона. «Kill jeden hatte einige wenige von ihnen höchst persönlich dazu ausgebildet, wichtige Feinde zu töten oder gefangen zu nehmen. Сам Kil'jaeden, да, лично обучил нескольких из них убивать или захватывать важных врагов. Wenn das Wesen sie weiter verfolgte, würde es nicht ruhen, bis es sie beseitigt hatte». Если существо преследует их, verfolgen, оно не успокоится, пока не уничтожит их. Ну что, друзья, вот такая у нас была третья часть. Безумно интересная и хорошо сделанная аудиокнига. Но мы с вами встретимся в следующей части. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.